Herzlich willkommen zurück in meinem kleinen Channel, in meinem kleinen YouTube-Kanal. Und wir wollen heute eine zweite Folge aufnehmen, und zwar mit dem Titel Der blutige See. Ja, das hört sich grauenhaft an. Vielleicht ist es das auch. Wir wissen es bis jetzt noch nicht. Und wie ich im ersten Teil ja schon erklärt habe, ein Link vom ersten Teil werde ich euch in der Videobeschreibung reinsetzen, geht es darum, dass wir besonders auffällige Ziele, die wir beim Fliegen mit dem Flugsimulator gesehen haben, dass wir diese dann anfliegen wollen, aber nicht mit dem Flugsimulator, das haben wir ja schon, sondern wir wollen dann mit dem Auto oder mit dem Zug oder wie auch immer zu diesem realen Ort hinfahren, die Drohne steigen lassen und reale Aufnahmen machen, um zu vergleichen. Wie gut ist die Darstellung im Flugsimulator? Gibt es dieses geheime Örtchen überhaupt? Ist das Fiktion? Ja, und das wollen wir ergründen. Jetzt haben wir den zweiten Teil, wie gesagt, mit dem blutigen Titel. Und wir sind sehr gespannt, ja, ob es diesen See, Teich, dieses was auch immer, ob es das wirklich gibt oder ob das einfach nur ein Gespenst ist. Und aufmerksam dadurch. Oder darauf aufmerksam sind wir geworden durch einen lieben Zuschauer, den ich hier auch an dieser Stelle grüßen möchte. Und zwar ist es der Julio. Der Julio hat gesagt, er ist einmal mit einem Sportflugzeug, in einem richtigen Sportflugzeug geflogen, hat einen kleinen Hamburger Rundflug gemacht und dort hat er dieses Option, dieses, na, jetzt habe ich doch schon einen Sprachfehler. Dort hat er dieses Ding, dieses Blutmeer von oben gesehen und er fragt sich, ist das jetzt Wahrheit oder nicht? Und der Sache gehen wir jetzt auf den Grund. Und zwar, wie immer, fliegen wir das erste Mal die Sache mit dem Flugsimulator ab und danach geht's weiter. Ich melde mich dann zurück. Lasst uns jetzt erstmal die Kiste starten. Wir fliegen heute mit einem vernünftigen Flugzeug, also mit eins, was ein bisschen schneller ist, mit der Cessna. J4 heißt sie, glaube ich. Nee, CJ4. So. Und damit sollten wir dann auch gleich am Punkt angekommen sein. Also lasst euch überraschen. Geht jetzt los. Ja, wir fliegen jetzt den Kurs an. Wir fliegen jetzt den Kurs an, nochmal, der eingegeben worden ist. Natürlich fliege ich viel zu niedrig. Das wäre im wirklichen Leben wohl gar nicht möglich. Aber wir wollen ja auch was sehen. Also wir fliegen viel zu schnell, ich muss die Geschwindigkeit reduzieren. Und oben links in der Bildecke seht ihr ja die kleine Kompassrose. Die muss sich ausrichten. Der magentafarbene Pfeil muss nach geradeaus zeigen, also nach oben zeigen. Und der Strich in der Mitte, der jetzt versetzt ist, der muss parallel dazu stehen. Das heißt, ich muss den Kurs jetzt mal eben ganz kurz korrigieren, damit wir auf dem richtigen Pfad sind.
Geschwindigkeit reduzieren, denn unter 10.000 Fuß sollte man nicht schneller als 250 nautische Meilen fliegen. Ein bisschen mehr Speed schon, sonst kriege ich Probleme. So, so langsam auch nicht. So ist, glaube ich, ganz gut. Oben die Kompassrose seht ihr ja auch, der nähert sich jetzt schon, der mittlere Pfeil, der mittlere Balken. Wenn der parallel ist, dann schwenken wir nochmal neu ein. Können wir jetzt schon mal anfangen. Ja, das sieht schon ganz gut aus. Jetzt haben wir den Kurs gleich sauber gesetzt. Ich glaube, ich spule auch ein kleines Stückchen vor, damit ihr nicht so lange warten müsst. Ich gehe auch noch mal ein bisschen tiefer. Ich glaube, ich kann ihn auch schon da hinten sehen. Diese noch braune Fläche, die da hinten im Hintergrund am Horizont gerade so auftaucht. Rechts haben wir einen kleinen Turm. Keine Ahnung, ob es ein Funkturm sein soll oder was auch immer. Und ja, ich glaube, das müsste es jetzt gleich sein. Wenn wir ganz geradeaus im Hintergrund gucken, da sehen wir so eine bräunliche Fläche. Könnte natürlich auch ein Acker sein. Nee, aber ich glaube, das ist es. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Den roten Blutsee. Ja, das ist er. Ich sehe ihn schon. Jawohl. Jetzt ziehe ich mal eine Stufe Landeklappen rein, damit ich etwas langsamer fliegen kann. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist er. Genau. Ja, danke nochmal an dieser Stelle für Julio, für diesen Tipp. Er hat recht gehabt, da kommt etwas Eigenartiges auf uns zu. Mitten in der Pampa. Ein quadratischer See oder was soll das, oder, ja, was auch immer. Was soll das sein? Flieg einmal direkt drüber. So 800 Fuß, 700 Fuß. Was ist das? Was zum Teufel ist das denn? Bisschen mehr Speed. Tja. Was soll das sein? Was zum Teufel ist das? Ja, ich denke, an dieser Stelle reicht das. Wir haben genug gesehen. Jetzt gucken wir uns das nochmal auf Google Earth an, um eine zweite Bestätigung zu bekommen. Ja, und dann machen wir uns auf den Weg und schauen uns das mal im realen Leben an. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich bin selber sehr gespannt. Also bis gleich. Ja, was soll ich sagen? Jetzt haben wir es bei Google gefunden. Und es sieht genauso mysteriös aus wie bei dem Flugsimulator. Irgendwie weiß man nicht wirklich so, was soll das? Was ist das? Also irgendwas, das hier ist ja mysteriös, diese runden Kreise hier drinne. Und
Also ich bin sehr überrascht, dass es sowas gibt, mitten in der Landschaft, wenn man das mal von oben guckt, alles grün, hier ist die Elbe und dann so etwas. Was mag das sein? Mysteriös, der Blutsee. Sind hier viele Leichen verborgen? Blutet das Land aus? Was ist hier los? Ist es eine Station für Außerirdische? Man weiß es nicht. Wer es weiß, kann es ja in die Kommentare schreiben. Leute, schreibt das in die Kommentare. Wir wissen nicht, was das ist. Hilft uns. Was kann das sein? Und jetzt fahren wir los und jetzt schauen wir uns das mal in Wirklichkeit an, ob es dieses Gebilde und diesen Konstrukt, ob es das hier überhaupt gibt. Ja, und jetzt kommen wir gleich zu der Wahrheit. Und wie das bei mir immer ist, wir fangen nicht gleich mit dem Ziel an. Ich wollte euch diese schöne Aufnahme nämlich nicht vorenthalten. Auf dem Weg zu dem roten Monstersee habe ich diese wunderbare Windmühle gefunden. Und wer noch Interesse haben sollte, ich habe auch ein Bild davon geschossen, ein schönes Panoramabild, was man wunderbar als Hintergrund oder ja, Bildschirmschonerbild benutzen kann. Wer Interesse hat, Link zu dem Bild ist in der Videobeschreibung. So Leute, und jetzt kommen wir zu den Originalaufnahmen wie versprochen. Und ich bin absolut geplättet, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, was das sein kann. Absolut mysteriös, absolut eigenartig. Tatsächlich ein rotes Baggerloch oder ich weiß es nicht, sind wir überhaupt noch hier auf unserem Planeten? Das ganze Ding ist geschützt durch einen Wald. Rand, der sich rund um das Konstrukt hier rundum zuschlingelt. Von außen kann man nichts sehen. Man muss schon durch den Wald gehen und dann entdeckt man dieses Ding, diesen See. Was ist das? Rotes Wasser, rote Erde? Keine Ahnung. Komische Inseln, die sich in der Mitte des Sees hervorheben. Tja, ein paar Möwen, die da drauf ihren Tag verbringen. Also mal im Ernst, ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie eine Landschaft vom Mars. Aber ist es natürlich nicht. Und es wird auch nichts Gefährliches sein. Und es wird hier auch kein Blut ins Spiel kommen. Es muss irgendeine Art von Baggersee sein. Ich vermute, hier wird Tonerde abgebaut oder ähnliches. Ich weiß es nicht. Ich habe es auch versucht zu googeln. Ich kann es nicht finden. Das Ganze befindet sich hier in der Nähe von Stade. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Es muss was abgebaggert werden. Das ist ganz klar. Man sieht ja hier auf den Bildern auch Saugleitungen. Oder sind es überhaupt Saugleitungen? Ich weiß es nicht. Weil diese Leitungen, die führen hier zu diesen trockengelegten Plateaus. Vielleicht sind es doch keine Saugleitungen. Ich weiß es nicht. Abgestorbene Bäume. Kleine Halligen mit grünen Bäumen, noch teilweise grünen Bäumen. Kleine Schollen, wie Eisschollen, die hier drauf treiben. Aber das ist alles Lehmerde. So würde ich es mal bezeichnen. Ja, hier so ein Pumpenhaus, schätze ich mal. Aber auch alles nicht mehr im Betrieb, nichts mehr angeschlossen. Die Rohre liegen hier wahllos auf der Erde verteilt. Das ist Lost Places. Ganz klare Sache. Das ist mysteriös. Keiner weiß es. Auch der Julio nicht. Auch der Sedat nicht. Keiner konnte es mir beantworten. Da ist die Leitung schon getrennt. Es ist doch alles vergammelt. Es ist doch kaputt. Tja, nochmal so ein Plateau. Und in der Mitte davon, da kommt jetzt so eine Art. Wie soll ich das beschreiben? Ja, wie so ein großer Rasensprenger, so wie man das kennt, wenn Fußballstadien mit Wasser besprüht werden oder große
die Bauern, wenn die mit so riesen Wasserkanonen durch die Gegend sprühen, hier ihr Wasser. Und so ein Ding habe ich hier auch gefunden. Aber auch brachgelegt, sieht alles tot aus. Was ist das? Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Und wir kommen jetzt auch zum Schluss. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, dann gibt es auch noch mehr davon. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.